nur nach. Wer ist das denn? Soll das eine Ärztin sein? Sieht aus wie Magda. Deine schönste Frauenstimme, bitte. Hallo, wer ist der Patient? Wer ist im Bundeskabinett ein Herzinfarkt? Das wäre dann ich, Doktor, aber es ging mir wieder besser, wenn sie auf sie gewartet hat. Das ist einfach unhöflich. Die Leute sind mit dieser verdammten Tasche voller Werkzeuge hierher gefahren und es geht ihnen besser? Mir geht es besser und ich habe immer noch meinen Bonus. Und was ist damit? Ich kann Ihnen eine tolle Lösung anbieten. Ich gebe Ihnen den Bonus und Sie geben mir Ihren Arztkoffer. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, sicher, sofort. Wissen Sie, was passieren wird, wenn ich ohne meinen Arztkoffer zurückkomme? Ich werde in den glückseligen Schlaf geschickt. Keine Frage. Auf der glückseligen war das nicht ein Add-on für Beholder 1? Interessant. Und wenn ich Patriotismus-Boni hinzufüge? Nun. Oder ein Treue-Bonus? Gibt es einen solchen Bonus? Natürlich gibt es den, also haben wir einen Deal. Warte. Ah, zum Teufel mit dem hippokratischen Eid. Gib mir das Geld. Ich habe 3 hungrige Kinder zu Hause. Ich sage, dass ich einige Spione aus Valverde mich angegriffen haben. Sollen sie selbst nach diesem Koffer suchen? Aber wenn sie ihn finden, habe ich dich noch nie in meinem Leben gesehen. Natürlich, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und bleiben Sie gesund. Aha, das sage ich als Arzt. Ja, das wird reichen. Nimm die Tasche. Hatte eben noch über 6.000. Brauche noch einen Pass. Wo finde ich hier irgendwo einen Pass? Scheiße. Da muss ich wohl im Ministerium gucken. Ich schaue tatsächlich mal am Schreibtisch von unserem Albert de Salvo nach. Können wir, glaube ich, sogar. Zwei Stunden haben wir noch zu lesen. Ja. So, wir müssen morgen mit der Frau Akovic reden. Auf jeden Fall als erste Amtshandlung und dann gucken wir mal, was wir sonst noch schaffen. Und mit de Salvo müssen wir sprechen. Einmal in beide Zimmer. Und bei Rakovic muss man ja immer warten in der Schlange. Weiß ich doch. Ja. 20 Minuten oder eine halbe Stunde war das. Oder sogar eine ganze? Nee, ich glaube, war eine halbe. Ist einfach abnormal. Dieser Rakovic. Struller. So beliebt. Ich mag's. Sympathisch. Und sie hat eine Enkelin und eine tote Tochter. Das muss einem leid tun. Ja, das ist halt ein Spiel. Ah, die Frau tut mir leid. Hier wurde der erhangen. Oh, nicht nur der. Da wurde Hemnitz erhangen, da wurde Peter Dong erhangen, da wurde Marco Lecron erhangen und Emma Heser. Eine Frau? Ja. Alle meine Mitarbeiter wurden da erhangen. Also mein Chef und Magda. Und der Page. Der Page hat sich in die Luft gesprengt. Auf meinem Befehl. Die Explosion. Ja, ist immer noch abgesperrt. Er hat sich da in die Luft gesprengt. Das ist sein Nachfolger, sein Bruder hier. Mike. So, das ist mein Nachfolger. Ne, das ist mein Nachfolger, da ist ein Nachfolger. Alles Nachfolger. Alles Karls. Das sind die Leute, die noch mit den Personen reden, ne? Gehen Sie. Oh, eine Stunde. Mich mal, Magda, wenn du nichts für mich hast, dann bringe ich dich um. Ich bin über Enkelin. Ich habe den neuen Namen ihrer Enkelin herausgefunden. Es ist Nina Rakitic. Moment. Zuckerblut. Der gesamte Zucker ist im begrenzten Umfang vorhanden. So, ich will vorlesen. Even, das ist ein Wunder. Ich kann sie endlich nach Hause holen und ich muss kein Geld mehr für diese defekten Kinder ausgeben. Defekte Kinder? Ja, krank, unglücklich, verkrüppelt, behindert. Oh, der Abschaum aus dem Genpool. Plötzlich ist sie mir nicht mehr sympathisch. Offensichtlich wurde meine Enkelin versehentlich dorthin geschickt. Ich bin froh, dass ich sie in Ordnung bringe und aus dieser Jauchegrube herausholen kann. Das heißt, ich habe gerade 1000 Einfluss bezahlt, um 500 zu kriegen. In Ordnung bringen. Alles in Ordnung bringen, alles.
Leck mich am Arsch. Oh, diese verkrüppelten behinderten Kinder. Oh, diese Defekte. Ich soll mich am Arsch lecken. So Memories, die brauchen wir immer noch auf der Etage, finden wir aber nichts mehr. In dem Pass. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der bealberte Salve um den Schreibtisch ist, ohne nachzugucken. Ich hab das. Was hast du? Hm? Eine Suppe? Ich habe bei Suchtbunker spielen habe ich einen Rostocker kennengelernt. Ach du Scheiße. Klage. Nur eine Frage der Zeit, bis eine Omsi Rostock mehr rauskommt. Ist es halt wirklich? Ja, bald kommt das Düsseldorf-Add-on raus. Mit einer Linie 836. Eine Linie, Mensch. Und sogar noch eine Linie, die keinen juckt. Obwohl, naja, geht so. Da gibt es zwei Linien, eine kurze Variante und eine lange Variante. Die kurze Variante 836, lange Variante 835. Welche wird nachgebaut? 836. Von dem Entwickler von Katastrophe Ruhr, Gladbeck, Mallorca und Wuppertal. Tja. Kommt noch Düsseldorf. Mein Bein. Ein Add-on schlechter als das andere. Ich bring mich jetzt schon mal um. Rostock könnte wieder so eine Straßenbahn haben. Was brauchen Sie? Das patriotische Quiz Sanfro. Slowamelfi hat ihren Sohn für das Team angemeldet, aber er ist nicht erschienen. Eine Mahnung ausgesprochen, ich mach mir Sorgen. Eine Familie? Kollegen sind eine Familie. Sind Waffenbrüder und Schwestern. Drei Kameraden auf dem Weg in eine strahlende Zukunft. Was? Sprechen Sie mit Melfi? Gloria! Kann doch nicht sein! Gloria, du hast dich für das patriotische Quiz angemeldet. Rose sagt, sie würde nicht kommen. Mein Sohn ist ein berühmter Botaniker, also musste er als führender Züchter neuer Kartoffelsorten an einer Sitzung des Ethikkomitees des City Zoo teilnehmen. Also konnte er es natürlich nicht schaffen. Warum hast du ihn dann angemeldet? Ach, frag nicht, der Tag war sehr hektisch. In meinem Kopf geht's drunter drüber. Oh, bin ich jetzt euer Bote? Redet doch selbst miteinander! Wir führen immer noch locker. In dieser Folge könnten wir tatsächlich noch den Schredder sehen. Also in dieser Aufnahme-Session. Ich möchte aber Gloria nicht um. Oh, ich hätte jetzt umbringen können, scheiße, und ich benutze Einfluss, sie nicht umzubringen. Ich hier fragen um Informationen über Gloria Melfis. Bin kurz weg. Das Archiv von zu Hause anrufen. Ach. Wir werden im Ethikkomitee. Muss mich nicht anlügen. So, ich muss mit De Salvo reden. Archiv von zu Hause aus anrufen. De Salvo. Wir brechen mal ein. Brech bei Chefchen ein. Nicht gut. Guck mal, ob ich an seinen Schreibtisch kann. Was finden sich denn da? Eine ausländische Armbanduhr hat der in seinem Schreibtisch. Ich klau die mal raus. Nein. Die klau ich nicht raus. Kannst du ihn dafür nicht ermorden lassen? Bitte. Aber er ist mein Vorgesetzter. Das leugnen. Aber wenn ich das mitnehme, werde ich ermordet. Weil ich dann hier gescannt werde. Ich weiß, was ich machen muss. Was? Welchen Kollegen mögen wir am wenigsten? Ah. Ehrliche Hundeausstellung. Wir tun das jemand anderen in den Schreibtisch. Was hältst du denn davon? Aber hey, sei ja. Fotos? Wen magst du denn am wenigsten von den dreien? Und die Frau ist es für die Frau. Ja. Hinweis, kennt. Name des Hundes. Shaggy Ears. Experimente. Oh, das geht an. An unser Vater ging die Mail. Ich verstehe den Sinn ihrer Behauptung nicht ganz, ne? Der mag unseren Vater.
Heißt denn sein Hund? Weißt du, wo soll ich denn wissen, wie sein Hund heißt? Habe ich das in meinen Informationen? Öffne mal noch ein Safe. Heimdallcode erhalten. E-Mail Adesalvo. Habe ich ja schon gesehen. Sendung, ja. Tagebuchseite. Dieses Bild, das vor unserer Geburt entstand, wurde bis ins Kleinste mit Detail entwickelt. Es trägt eine Militäruniform, weil er immer bereit ist, seine Heimat zu verteidigen, aber die Uniform ist immer blendend weiß, ohne einen einzigen Fleck. Seine Mütze lässt ihn mutiger aussehen und das Band mit dem Wappen markiert ihn als den wahren Sohn des Staates, so wie es der Oberbefehlshaber sein sollte. Nur der heimtückischste Teil ist der Schnurrbart. Da ist etwas Weiches und Gemütliches drin. Er sieht aus wie ein Vater, ein Onkel, ein großer Bruder, ein Lehrer oder ein bester Freund. Mit dem Schnurrbart sieht er nicht weise aus, der Schnurrbart macht ihn vertrauenswürdig. Wird jetzt nicht verrückt, nein. Wie heißt denn der Hund? Wir wissen, wie der scheiß Hund heißt. Albert. Versuchen, ihre Angst vor ihm zu verbergen. Wie sein Hund heißt. An Albert. Oh. Steht wohl nirgendwo. Schade. Dann können wir das hier ja noch nicht. Versteckten Otter können wir dann ja noch nicht gehen. Sollen wir jetzt die Uhr schon jemanden reinlegen? Oder ich würde sagen, wir warten. Wir müssen ja hier eh nochmal rein, wenn wir den Namen des Hundes haben. Den wir am wenigsten dann mögen. Aber wir haben ja jetzt schon mal ein paar Informationen gesammelt. Können wir gleich melden. Aber jetzt reden wir erstmal mit Albert Salvo. Ich bin gerade übrigens bei Ihnen eingebrochen. Die Folge ist bald vorbei. Also die Session. Dann habe ich noch ein paar andere Spiele aufzunehmen. Über den Arztkoffer. Einen Arztkoffer gefunden. Ja. Ich gebe sie. Alles? Oh ja, danke eben. Seine andere erfüllen. Die Philosophie des Leidens. Moment. Kann ich hier vielleicht irgendwie nach Hund fragen? Wahrscheinlich nicht, schade. Haben Sie das Buch aus der Bibliothek erhalten? Vielleicht können wir doch auch Nikolai fragen, der ist doch Page. Nee. Dana! Du bist aber schon bücherfree. Halt selber. Ich von zu Hause aus müssen wir in die Bücherei. Archiv von zu Hause, alles von zu Hause. Gefälschter Pass, Memory Stick, Super Game. Das sind ja die Schredder. Naja, das sind die Schredder. Hier wurden die umgebracht. Vom letzten Super Game. Wurde schön blutrot. Hat man jeden einzelnen Tod gesehen. Sehr lange Zwischensequenz. Ach du heilige Scheiße, dieses Spiel. Ja, man hat einige Hinrichtungen. Ja, zum Flair. Ich weiß gar nicht, ab wann ist das Spiel? Wenn? Es ist ab. Ab? Oh, ohne Altersbeschränkung anscheinend. Gibt keine. Gut. Ja. Ich würde das so ab 12 abmieten vielleicht. So, machen wir hier noch ein bisschen. Hören dann genau die Folge. Hören genau dann auf, kurz bevor das Supergame zu Ende ist. Nö. Hören jetzt gleich auf. Wir machen noch zwei Dinger oder eins. Anfragen. Dann gibt's mal wieder nichts. Denunzierung, Denunzierung, Anfrage, Erschießungskommando. Voll. Anfrage in das Ministerium für Patriotismus. Senden und archivieren. Genau. Weiter. So. Informationen. Klassifizieren. Informationen, Informationen, Belohnung. Personalakte.
Nee. Nur belohnen. Der ja quasi spezifiziert ist, das Ministerium. Ich hab's, glaube ich, langsam verstanden. Informationen auf jeden Fall archivieren. Genau. Und dann beenden wir die Folge. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und 333. Die halbe Teufelszahl. Und hoffen, dass wir euch auch beim nächsten Mal, oder mindestens ich euch beim nächsten Mal begrüßen wollen. Sei denn, Philipp will wieder mitmachen. Gut, dann begrüßen wir euch wahrscheinlich zu zweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss mit uns, ne? Tschüss.